Hallo Lilly, wo willst du hin? Bubi, Babu. Du bist auf dem Weg, um ein paar Spielzeugautos zur Schule zu bringen? Na, Bubi. Ist das eine Abkürzung zur Schule? Bo. Es ist eine Abkürzung durch den Tunnel? Bo. Oh nein, Lilly. Wie willst du da denn durchkommen? Pass auf, die Steine! Hallo, Jeremy. Der Tunnel ist blockiert und Lilly steckt fest. Kannst du Supertruck rufen? Halte durch, Lilly. Jeremy sagt Supertruck Bescheid. Karl, Lilly sitzt beim Tunnel fest und könnte wirklich deine Hilfe gebrauchen. Also, in welches Fahrzeug wirst du dich verwandeln? In einen Abrisskran-Lastwagen? Das ist fantastisch! Auf geht's, helfen wir, Lilly. Du bist ein Abrisskran-Lastwagen. Hier kommt Supertruck, Lilly. Und er ist ein Abrisskran-Lastwagen. Lass uns Lilly da rausholen, damit sie die Spielzeugautos zur Schule bringen kann, Supertruck. Fantastisch, Supertruck. Du bist schon fast frei, Lilly. Großartige Arbeit, Supertruck. Jetzt kannst du durch den Tunnel fahren, Lilly. Vielen Dank, Supertruck. Vielen Dank nochmal, Supertruck. Tschüss alle zusammen, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.
Hallo, Francis. Was ist los? Hector sollte dich eigentlich nach der Arbeit abholen, aber er ist nicht hier? Das ist nicht gut. Warum fragen wir nicht Supertruck, ob er dir helfen kann? Hey, Billy. Kannst du Supertruck rufen? Francis sitzt oben auf dem Gebäude fest. Hey, Carl. Francis sitzt oben auf einem Gebäude fest. Kannst du helfen kommen? Alles klar. In was wirst du dich verwandeln, um Francis zu helfen? Der Trampolinlastwagen. Das ist eine großartige Idee. Francis springt einfach vom Dach und du fängst ihn mit deinem Trampolin. Alles klar. Auf geht's, retten wir Francis. Francis, Supertruck ist hier, um dich zu retten. Aber du musst vom Gebäude runterspringen. Ist schon okay, Supertruck hat ein Trampolin, das wird dich auffangen. Alles wird gut, Francis. Das könnte jetzt eine Weile dauern. Was ist los, Francis? Du hast deinen Werkzeugkasten vergessen? Supertruck, könntest du Francis noch einmal springen lassen, bitte? Hervorragende Arbeit, Leute. Hast du diesmal alles, was du brauchst, Francis? Cool. Vielen Dank für alles, Supertruck. Bis später, Leute. Wir sehen uns. Tschüss alle zusammen.
Hey, Flavy! Ach du liebe Güte, das sieht mir aber nach einer schlimmen Erkältung aus. Was ist los, Amber? Flavys Fieber ist richtig hoch. Sollen wir es nochmal probieren? Es steigt und steigt. Flavy, du siehst richtig heiß aus. Du auch, Amber? Ist es hier drin heiß oder was? Warum öffnen wir nicht die Tür und lassen ein bisschen Luft herein? Feuer! Schließ die Tür, schnell! Was sollen wir tun, Leute? Supertruck rufen? Gute Idee. Da ist Matt. Hey, Matt! Hier oben. Das Krankenhaus brennt. Ruf Supertruck, schnell! Das Krankenhaus brennt. Amber und Flavy sind drinnen eingeschlossen. Ein Feuerwehrauto. Perfekt. Bereit, Supertruck? Auf geht's! Hier kommt er. Hervorragende Arbeit, Supertruck. Du warst mal wieder die Rettung. Sieht so aus, als bräuchtet ihr eine Wäsche. Supertruck, kannst du ihnen kurz helfen? Vielen Dank, Kumpel.
Hey, Flavy, du siehst besser aus. Ich schätze mal, das Feuer hat dich ordentlich durchgewärmt und die Erkältung ausgetrieben. Bis bald, Freunde. Wir sehen uns. Hallo, Matt. Entschuldige, Matt. Du hast recht. Wir wollen ja nicht alle aufwecken. Aber warum bist du noch wach, Matt? Oh, du bist auf Streife? Du willst sicher gehen, dass alles für die große Parade morgen bereit ist? Gute Idee. Was ist denn los, Matt? Wow, schau dir das an. Was meinst du, was ist das? Du denkst, das sind Außerirdische? Wirklich? Ich weiß ja nicht. Aber vielleicht sollten wir es rausfinden. Wo ist Hector, der Helikopter? Du hast ihn den ganzen Tag nicht gesehen? Und was ist mit Penny, dem Flugzeug? Sie hast du auch nicht gesehen? Ich frage mich, wo die sind. Du meinst, die Außerirdischen könnten sie entführt haben? Ich hoffe nicht, Matt. Also, was sollen wir unternehmen? Großartiger Plan, Matt. Lass uns Supertruck rufen. Bin ich froh, dass du wach bist, Carl. Matt braucht deine Hilfe. Da sind seltsame Lichter am Himmel, die untersucht werden müssen. Matt denkt, das könnten Außerirdische sein. Das meine ich auch. Das sollte untersucht werden. Wie ist dein Plan, Carl? Ein Flugzeug? Gute Idee. Wenn du da hochfliegst, kannst du sehen, woher diese Lichter kommen. Du bist ein großartiges Superflugzeug. Auf und davon! Alles klar, Supertruck. Jetzt kannst du deinen Suchscheinwerfer benutzen, um zu schauen, was diese Lichter macht. Da! Ich sehe etwas. Ist das ein Außerirdischer? Auf geht's, Supertruck! Schnapp sie dir! Du schaffst das, Supertruck. Mal schauen, wer diese Fremden sind. Da sind sie ja. Jetzt hast du sie, Supertruck. Hector? Penny? Warum fliegt ihr denn so spät in der Nacht? Oh, ihr übt für eine spezielle Lichtshow für morgen?
Warum habt ihr das denn nicht gesagt? Und warum seid ihr geflohen? Ihr habt gedacht, Supertruck wäre ein Außerirdischer? Das ist lustig. Er hat gedacht, ihr wärt Außerirdische. Naja, jetzt wissen wir, dass niemand ein Außerirdischer ist. Das ist richtig, Matt. Am Ende waren es keine Außerirdischen. Es waren Hector und Penny. Wie bitte, Matt? Du denkst, das blaue Licht könnte ein Außerirdischer sein? Ich glaube, Supertruck geht jetzt ins Bett, Matt. Gute Nacht, Matt. Adi bap bap bap.